wünsche euch einen schönen guten Abend. Hoffe, ihr seid alle soweit gesund, fit und auch fröhlich. Ich habe mir heute ein bisschen Gedanken gemacht, was uns Menschen eigentlich jetzt ausmacht. Und da bin ich auf ein Lied gestoßen, das trifft es ganz gut. Die finden und erkennen sich am Blick. Und deren guten Sachen kann man nur mit Freundschaft belohnen. Sie nehmen ein Versprechen nie zurück. Und die Friedenspfeife baumelt über Videogerät. Wie viele Träume müssen platzen, ohne dass du dich verrätst. Vielen Dank für euren Applaus. Es ist heute alles ein bisschen anders. Es gibt erste für uns tatsächlich, also für uns Menschen, die wir mit Schülern arbeiten, positive Signale, dass vielleicht Anfang Mai dann wieder Schulen geöffnet werden. Schulen,
sind die Voraussetzung, dass unsere Gesellschaft weitermacht, egal welche Schulform. Und das ist schön und wir dürfen eigentlich froh und sehr dankbar sein. Vielen Dank.
Ich habe heute ganz edlen Besuch. Unten ist nämlich ein Auto und da sitzt die Anna drin. Mit der Anna habe ich heute einen Dreivierteltag verbracht. Die Anna wartet genauso wie die Mama von der Anna darauf, dass wir bald wieder in die Schule gehen können und dass wir bald alle wieder zusammen lernen und begreifen können. Auch Menschen mit einer geistigen Behinderung haben einen ganz hohen Anspruch. Die wollen nämlich genauso gebildet sein auf eine andere Art und Weise. Und wenn jetzt die Anna könnte, würde sie jetzt auf meinen Balkon kommen. Ich sehe sie unten sitzen. Extra, weil die Anna da ist und weil es für mich eine ganz große Ehre ist, dass er heute den Tag mit mir auch noch so gut gemeistert hat, mit der Anna ein Lied. Die Anna singt einfach aus dem Auto mit. Ist meine Hand eine Faust, machst du sie wieder auf und legst die deine in meine. Du triffst das Sätze mit Bedacht, Applaus für deine Worte, mein Herz geht auf, wenn du lachst. Applaus, Applaus für deine Art, mich zu begeistern, hör niemals damit auf. Ich wünsch mir so sehr, du lachst niemals damit auf. Ist meine Erde eine Scheibe, machst du sie wieder rund, zeigst mir auf leise Art und Weise, was Weitsicht heißt. Will ich mal wieder mit dem Kopf durch die Wand, legst du mir Helm und Hammer in die Hand. Applaus, Applaus für deine Worte, mein Herz geht auf, wenn du lachst. Applaus, Applaus für deine Art, mich zu begeistern, hör niemals damit auf. Ich wünsch mir so sehr, du hörst niemals damit auf. Meine Hand, eine Faust, machst du sie wieder auf und legst die deine in meine. Du flüsterst Sätze mit Bedacht durch all den Lärmen, als ob sie mein Sextant und Kompass wären. Applaus! Für deine Worte, mein Herz geht auf. Wenn du lachst, Applaus, Applaus. Für deine Art, mich zu begeistern, hör niemals damit auf. Ich wünsch mir so sehr, du hörst niemals damit auf.
haben die Anna gehört. Ich weiß, dass die Anna sehr gut singen kann. Die singt auf ihre Art und Weise, also die singt meistens die vierte oder fünfte Stimme. Da muss ich immer kurz überlegen, was ich singen soll, ob ich dann die zehnte Stimme singe. Aber die Anna macht es toll. Es war ein schöner Tag mit dir, Anna, und dass du heute da bist, ist die wunderbare Gelegenheit, jemanden zum Geburtstag zu gratulieren. Es hat nämlich jemand Geburtstag, der heißt Christian, und dem wünschen wir, Anna, bist du da? Ja, okay, ich habe es gehört. Ihr müsst es nicht hören, aber ich weiß es. Die Anna ist da. Heute kann es regnen, stürmen oder schneien. Wenn du strahlst, kommt dich selber wie der Sonnenschein. Heute ist dein Geburtstag. Jetzt zu dir, alle deine Freunde, die winken jetzt zu dir. Wie schön, dass du geboren bist, wir hätten dich so sehr vermisst. Wie schön, dass wir hier zusammen sind, wir gratulieren dir, Geburtstagskind. Christian? Alles Liebe, alles Gute zum Geburtstag. Ja, ich höre einzelne Klatscher. Siehst du? So geht es. Weltbekannt. Ganz zum Schluss muss man ja dann auch wieder sagen, danke. Danke, und das will ich nicht sagen müssen, sondern sagen wollen. Ich habe heute eine ganz schöne Karte bekommen, die hing an meiner Tür und da stand etwas drauf. Vielen Dank für dein unermüdliches Engagement. Die Balkongottesdienste und die tägliche musikalische Untermalung. Du gibst vielen Menschen Mut und Zuversicht. Dafür sage ich danke, dass ich das bekommen habe. Nicht nur diese Karte, auch noch eine kleine Beigabe, eine ganz süße, schöne Beigabe. Vielen Dank dafür. Und den Dank gebe ich an euch zurück, dass ihr das durchhaltet, also meine Musik ertragt, meine Plauderei ertragt, meine schräger Goschen. Und vielleicht auch, dass ihr es ertragt, mit mir gemeinsam das Ganze ein wenig leichter anzugehen. Ich würde gerne, wenn ihr einverstanden seid, bis mindestens 4., also bis 3. oder 4. Mai hier weiterspielen, in der Hoffnung, dass alles ein gutes Ende nimmt. Jetzt hab ich euch gesungen und euch gespielt und spürt, dass bei euch alles stimmt. Die Zeit hat Bestand, oh, wir sind beieinander, weil alles für den Musiker kümmert. Die Zeit hat Bestand, oh, wir sind beieinander, weil alles für den Musiker kümmert. Die Zeit ja nicht vorhalten kann, drum müssen wir jetzt gleich auseinander. Wir stellen uns mein Gras und singen noch eins und winken zum Abschied mit die Hand. Wir stellen uns mein Gras und singen noch eins und winken zum Abschied mit die Hand.
Krise noch nicht ist vorbei. Und mancher schon zweifelt, mancher schreit. Wir halten es aus und bleiben glücklich zu Haus. Das Ganze geht an und vorbei. Wir halten es aus und wir bleiben zu Haus. Das Ganze geht an und vorbei. Vorbei. Ihr braucht auch keine Angst, Tom, das wisst ihr genau. Und ihr verlasst euch wieder dann drauf. Musik kommt vom Balkon, es bleibt erst einmal so. Es kann gar nicht anders sein. Musik kommt vom Balkon, es bleibt erst einmal so. Es kommt gar nicht anders sein. Die Corona geht auch bald vorbei. Und wie wir uns freier schon aufs nächste Mal, wir kommen gewiss wieder zusammen. Für heute gute Nacht, bleibt am mit Bedacht, vergesst nicht die Stunde miteinander. Für heute gute Nacht, bleibt ham mit Bedacht, vergesst nicht die Stunde miteinander. Vergesst nicht die Minute miteinander, vergesst an ihr mich miteinander. Letzten Lied muss ich einen Satz dazu sagen, der ist wichtig für die Anna. Anna, Anna, hörst du mich? Ja, gut. Die Anna kennt dieses Lied, Alles möglich. Weil dieses Lied hat die Anna gemeinsam mit mir und vielen anderen Kindern aus der Petra Döring-Schule von der Lebenshilfe aufgenommen. Das war ein Riesending, eine Riesensache. Da waren alle in der Pausenhalle und die ganze Pausenhalle war ein Tonstudio. Und das war sehr aufregend für alle. Und am meisten für mich. Ne, Anna? Ich war sehr nervös. Aber jetzt kommt's. Alles möglich. Und die Anna, die singt so laut sie kann einfach mit. Wir haben alles gewagt, an das Gute geglaubt, setzen auf unser Glück und es kommt bald zurück. Wir haben alles versucht und wer hätte es gedacht, mit gemeinsamer Kraft haben wir es bald geschafft. Es ist Freundschaft, die uns hilft, sich das zu trauen, denn nur zusammen können wir alles schaffen, denn kann all die Sachen, die du dich alleine nicht traust, denn nur gemeinsam sind wir stark, dann ist alles möglich. Alles möglich, wir können alles schaffen. Denk an all die Sachen, die du dich alleine nicht traust. Denn nur gemeinsam sind wir stark. Dann ist alles möglich, alles möglich. Wir sind mehr als ein Team, es ist schön, das zu sehen. Wir dürfen stolz auf uns sein, denn wir sind nicht allein. Alle halten zusammen, gerade das macht es aus. So kommen wir sicher aus der Krise heraus. Es ist Freundschaft, die uns hilft, das Glück zu finden, denn nur zusammen. Zusammen können wir alles schaffen, denk an all die Sachen, die du dich alleine nicht traust.
Kanal, die Sachen, die du dich alleine nicht traust. Denn nur gemeinsam sind wir stark, dann ist alles möglich. Alles möglich. Die Zeiten sind hart, doch wir bleiben am Start. Kommen aus dieser Krise auch wieder heraus. Kommt, bleibt alle tapfer, singt auch ein fröhliches Lied. Ja, mit dieser Kraft wird auch Corona besiegt. Es ist nämlich Hoffnung, die uns stärkt, das durchzustehen. Nur zusammen, nur zusammen können wir alles schaffen. Denk an all die Sachen, die du mich alleine nicht brauchst. Denn nur gemeinsam sind wir stark. Dann ist alles möglich, alles möglich. Ganz große Welt ist auf den Kopf gestellt. Es hat wohl keiner gedacht, was Corona so macht. Doch jetzt ist es Zeit, sich neu zu besinnen und mit neuen Ideen das Glück zu besingen. Da sind die Lieder, komm, lasst uns jetzt beginnen. Aber nur zusammen, nur zusammen. Wir können dankbar sein für all das, was wir haben. Wir leben mit Vorsicht und wir bleiben daheim. Alles braucht seine Zeit, das war schon immer so. Trotz all dieser Pein, hier ist keiner allein. Es sind die Freunde, die uns jetzt auch begleiten. Denn nur zusammen, nur zusammen können wir alles schaffen. Denk an all die Sachen, wie du dich alleine nicht traust. Denn nur gemeinsam sind wir stark. Alles möglich, alles möglich. Wir könnten alles schaffen, denk an all die Sachen, die du dich alleine nicht traust. Denn nur gemeinsam sind wir stark. Dann ist alles möglich, alles möglich. Ich wünsche euch jetzt einen ganz schönen Abend. Und wenn man die Sonne untergehen sieht, dann kann man auch wissen, wie es schon immer war. Die Sonne geht unter und morgen geht sie bestimmt wieder auf. Und keiner weiß, was der Tag bringt. Ich wünsche euch sehr, dass euch der Tag morgen gelingt. Und dass ihr ein fröhliches Herz behaltet, bleibt tapfer, bleibt entspannt. Viele Tage werden es nicht mehr sein. Und wenn der liebe Gott es will, dann haben wir vielleicht auch aus der ganzen Krise etwas gelernt. Nämlich vorsichtig sein und mit unserer Welt anständig umgehen. Wir gehen nämlich manchmal mit dieser Welt um, als hätten wir eine zweite in unserem Kofferraum. Wir können alles schaffen, denk an all die Sachen, die du dich alleine nicht traust. Denn nur gemeinsam sind wir stark, dann ist alles möglich, alles möglich. Anna, vielen Dank, dass du da warst. Anna, Mama, danke, dass ihr da wart. Hat mich ganz sehr gefreut. Für die Anna, wenn ihr wollt, könnt ihr mal einen Applaus geben, weil die hat sich echt angesprengt. Ich habe gesehen, die ganze Fensterscheibe ist angelaufen. Einen schönen Abend für euch. Macht's gut und bleibt gesund.